Gabriel has finally defeated Frankenstein's abomination. This hellish place is enough to thwart any man's resolve, and yet Gabriel seems completely willing to continue to the bitter end. I hardly recognize my old friend now. A steely resolve has taken hold, and compassion is now gone from his heart. He doesn't sleep these days, more's the pity. He just rages at the world and those creatures that dare to confront him. This next challenge will tax his mind further, and I fear it may break it forever. Ach ja, Sobek ist immer so ein bisschen zu sehr übermäßig besorgt, habe ich das Gefühl. Lass doch erst mal schauen, worum es sich handelt. Wir werden das schon hinkriegen. Und woher weiß dieser Kerl eigentlich jedes Mal, was unsere nächste Aufgabe ist, hä? Oh, das sieht für mich stark mal wieder nach einem Endboss aus. Schauen wir doch mal, was es hier Schönes gibt. Für eine tolle Überraschung. Linse wählen, Linse bewegen und Ende. Du musst die übrigen Linsen finden, ehe du den Apparat richtig einsetzen kannst. Okay. Das ist doch meine Ansage. Aber erstmal werde ich mir den Kollegen hier hinten anschauen. Komme ich an den denn schon irgendwie ran? Kann ich denn vielleicht diesen Herrn hier wegräumen, bevor er mich angreift? Ich meine, ich weiß doch, dass der irgendwann auf mich losgehen wird. Genauso der hier. Wenn ich ihn jetzt schon attackieren könnte. Oh Gott, das sind so viele. Das sind so viele. Dann wäre das doch wunderschön. Gut, ich glaube, ich muss doch schon mal hier ran. Und zwar mit der oberen Linse. Genau. Dann können wir nämlich die erste Tür schon mal öffnen. Und das hilft uns doch schon mal weiter, denke ich. Das heißt, es gibt jetzt noch eine gelbe, eine blaue, eine lilane, eine hellblaue und eine grüne Linse. Na, herzlichen Glückwunsch. Kann ja nur super werden. Okay. Ich schaue es mal kurz, was es hier unten Feines gibt. Hinweis. Achso, das ist bloß die Rätsel. Der Rätselzettel. Die Platten scheinen eine Art Schlüssel zu sein, um die Tür zu öffnen. Ich habe es geschafft, einen Abschnitt zum Leuchten zu bringen, indem ich meinen letzten Schattenstein in einer der Ecken aktivierte. Aber ich schaffe das einfach nicht schnell genug, um alle vier erstrahlen zu lassen. Na dann. Klingt speziell. Könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht unsere kleinen Stiefelchen einsetzen müssen. Kommt mal alle beisammen hier. Ich hab da was Schönes für euch. Was zu trinken. Kleiner Powerdrink. So. Wunderschön. So dachte ich mir das doch. Genau. Zumindest zwei haben wir schon mal. Aber die anderen halten ja jetzt zum Glück auch nichts mehr aus. Zack. So. Hätten wir hier schon mal für Ruhe gesorgt. Ich hoffe, dass hier keine mehr nachkommen. Wir werden es sehen. So, ich schaue mir erstmal ganz kurz hier oben die Ecken an. Gibt es hier denn irgendwas, das wir noch mit beachten müssen? Oder... Nee. Oh nein, die kommen echt in Wellen hier. Ist ja nicht euer Ernst. Oh Leute. Warum? Warum? Das ist ja schrecklich, grausam. Gräuelig ist das. Warum tut ihr mir sowas an? Na gut, was soll's. Was willst du machen, ne? Gut, dann gehen wir mal ganz schnell runter und schauen mal, ob wir hier irgendwas mit Schattensteinen machen können. Ah, beweg dich mal, Gabriel. Pack dich mal nicht so fest hier. So, okay. Schattenmagie an. Und vielleicht draufgehauen. Was?
Okay. Verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, verstehe ich nicht. Muss ich da überhaupt draufhauen oder muss ich einfach nur drüber laufen? Okay, lass mal voll aufladen. Vielleicht hilft mir das hier weiter in dem Fall. Nee, ich muss schon draufhauen, ne? Oh, ich komme gar nicht so um die Ecke. Ich glaube, prinzipiell könnte es funktionieren. Aber ich komme hier nicht um die Ecke. Das ist das Problem. Ah, immer wenn es nach unten geht, bleibe ich hängen. Scheiße. Das kann noch eine Weile dauern, bis ich das hingekriegt habe. Ich weiß auch gar nicht, ob das die Lösung ist überhaupt. Oh Mann. Ich schaff's ja nicht mal zwei zu aktivieren. Nee. Was soll ich tun dabei? Nee, keine Ahnung. Draufhauen ist es aber auch nicht, ne? Nee, es ist irgendwie sinnlos. Vielleicht in die andere Richtung? Reicht nicht von der Geschwindigkeit her. Keine Ahnung, was ich machen muss. Das ist nicht des Rätsels Lösung. Was sonst könnten wir... Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Okay, das ist nicht weit genug. Schade eigentlich. Nein. Gut, dann werde ich wohl nochmal aufladen müssen. Wie gut, dass es das hier im Endlosvorrat gibt. Gar nicht mal so einfach. Wahrscheinlicherweise ist es schon einfach. Man muss halt bloß eine ungefähre Idee haben, worum es geht. Ich will bloß mal sehen, ob das zumindest irgendwie helfen kann. Nee, das löst auch gar nichts aus hier dabei. Oh, warte mal, ich habe noch eine Idee. Ah, das sah schon besser aus. Warte. Sehr gut. Rätsel gelöst. Man muss halt nur ein bisschen mit den Fähigkeiten des Schattenmedaillons herumspielen und irgendwann findet man die richtige Lösung. Frage, wie ist dieser Freund hier reingekommen? Du hast die grüne Linse gefunden, man kann die Linsen zu kombinieren und verschiedene Farben zu erzeugen. Und ich habe nicht bloß die grüne Linse, sondern auch einen Nazgul gefunden. Wie schön, da freue ich mich doch sehr. Nicht doch, hör auf, zurückzuschlagen, du Bastard. Ach komm, mit drunter durchrollen könnte es ja schon mal funktionieren, nicht wahr? So. Klappe halten. Tür auf, dankeschön. Und ich ziehe mal von dannen, ja? Ich hoffe, das ist genehm so. Gut, Rätsel Nummer 1 hätten wir. Ich würde sagen, wir heilen uns erstmal. Da ist es ja hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn ich hier vorbeischaue und dieses Ding bediene, wieder aufgeladen. So. Dann füllen wir natürlich unsere Magie vollständig auf. Und dann würde ich sagen, setzen wir erstmal nur das Grüne ein.
So, das Ding, erstmal raus. Und dann wählen wir doch einfach mal das grüne Linschen. Okay. Auf zur Runde Nummer 2. Oh nein. Noch mehr davon. Oh, Alter. Ja, ist ja gut. Sei mal nicht so bratzig hier. Klar, alle drei auf einmal. Wunderschön, da freut man sich doch. Oh, das kann ja nur hässlich werden. Komm, hier. Schnauze halten. Ich hab Feuer zu verteilen. Oh, nein. Du Sau. Jetzt wollt es aber, wisst ihr. Oh, hässlich, hässlich, hässlich. Oh, komm. Komm schon. Das ist doch nicht dein Ernst. Erstens, ich bin ausgewichen. Zweitens, das hat mir noch niemals so viel abgezogen. Alter. Schon mies. Schon mies. So, okay, auf ein neues. Sehr, sehr unfair, aber okay. Zumindest gab es ja einen Checkpoint an der Stelle hier. So, wie sieht's denn mit Leben und so weiter aus? Leben ist voll, Magie im Prinzip auch. Ich mache sie trotzdem nochmal übervoll. Einfach nur, damit wir sie im Kampf noch etwas weiter ausreizen können. So, auf ein neues. Oh, da ist der Kampf noch nicht mal wieder richtig losgegangen und ich hasse ihn schon wieder. Mann, 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 Mann. Ich habe das Gefühl, die haben irgendwas an der Aggressivität von denen verändert. Die waren ursprünglich mal nicht ganz so schrecklich. Da waren die viel einfacher am Anfang, würde ich denken. Oh, was? Ist doch nicht dein Ernst. Also ihr übertreibt es jetzt schon ein bisschen, kann das sein? Ja, 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 natürlich. Ist doch logisch. Gut. Hier, komm. Zack, erster weg. Wunderschön. So wünsche ich mir das. Weiter geht's. Weiter mit dem zweiten. Jetzt hört doch mal auf, immer hier zu pieksen. Ich hasse euch. Okay. Mittlerweile sind sie doch richtig hässliche Gegner. Gut, ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Ey, was? Okay. Und der letzte. Ich sehe nichts. Wäre schon cool, wenn ihr das ändern könntet. Oh, ich glaube, das ging schneller als erwartet. Schön. So, ich hoffe, ihr kommt jetzt nicht mit noch mehr von denen. Na gut, ab in den Abgrund. Wow! Ach du Schande. Interessant. Was? Das ist eine spannende Stelle, um einen wieder reinzuspawnen. Also ehrlich mal. Ihr habt sie doch nicht alle. Kann ich hier einfach mich nach unten hangeln? Nee, ne? Wie komme ich denn an den da drüben ran? Na gut, wir schauen uns erstmal kurz hier um. Gibt's hier denn irgendwas für uns? Kommen wir da oben irgendwie hin, ist auch die Frage. Okay, hier drüben komme ich schon mal nicht hin. Ich müsste wahrscheinlich irgendwie mal hier drüber, ne? Ich sehe bloß gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Was? Nein! Verdammt! Kann ich denn irgendwie die Richtung wechseln, ist die Frage auch.
Shit, ich bin gleich tot. Das ist gar nicht cool. Lass mal ganz kurz schauen, ob wir hier schon wieder Leben aufladen können. Ja, dann bin ich doch sofort dabei. Okay, was können wir hier tun? Was können wir hier tun? Gibt's hier vorne noch irgendwas für uns? Nein. Okay, dann lass noch mal hier rüber gehen. Ah, warte mal. Nein. Nein, das wollte ich gar nicht. Nein, das war nicht richtig. Ich würde gerne nochmal an die Kante hier. Könntet ihr mir das ermöglichen? Wo hänge ich? Ich sehe nichts. Was? Was auch immer. Großartig, großartig. So. Können wir hier nach unten? Nach rechts oder links? Irgendwo hin? Nein. Schön. Das ist doch superb. Aber. Dreh mal bitte die Kamera. Dankeschön. Du bist doch gerade hier drüben dran gesprungen. Nein, nicht sofort hoch. Ich möchte erstmal genau hier hin. Bringt mir das etwas? Scheint nicht so. Aber warum kann ich das hier und nicht auf der anderen Seite? Das wäre nun meine schon irgendwie berechtigte Frage, wie ich finde. Ach, jetzt geht's auf einmal. Ist ja interessant. Aber die Kante da unten sieht nicht aus, als ob man sich dran festhalten könnte. Das bringt mir nicht so wirklich was hier. Das ist ja spannend. Kann ich hier irgendwo von nach oben vielleicht? Ich weiß es nicht so richtig. Ich kann auf jeden Fall noch mehr zerstören. Das ist schon mal ganz schön. Das ist ja auch schon mal sehr wichtig, dass man Sachen zerstören kann in einem Level. Vor allen Dingen in einem Spiel wie Castlevania. Können wir irgendwie... Warte mal. Das war nicht, was ich wollte, aber okay. What? Was? Spannend. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade tue, aber in Ordnung. Was? Okay. Das hat mich jetzt mehr verwirrt, als mir zu helfen. Also ich kann auf jeden Fall mich nochmal neu dran schwingen. Das bringt mir jetzt bloß nicht so viel. Ich vermute ja, dass wir eben nach links und rechts auch irgendwie schwingen müssen. Die Frage ist bloß, wie kommen wir erstmal nach links oder rechts hier dabei? Lass mal einfach baumeln. Kann ich mich hier hochziehen vielleicht? Nein. Kann ich die Richtung ändern, während ich hier dranhänge? Nein. Ich kann im Prinzip nichts machen. Das ist schlecht. Es sieht aber rechts auch nicht so aus, als ob ich da wirklich landen könnte, wenn ich jetzt so drauf schaue, muss ich sagen. Okay, dann lass doch mal hüpfen. Was machen wir denn da nur? Oh shit. Keine Ahnung. Was können wir nur tun? Ich hab keine Ahnung. Was? Nein, das ist nicht dein Ernst. Das ist alles? Ist ja nicht wahr. Ich dachte, ich muss hier irgendwie große Rätsel lösen, um da ranzukommen. Dann ist das alles. Ihr verarscht mich doch. Ist ja nicht zu fassen. Aber mein Leben hat sich wieder ein bisschen mehr aufgefüllt. Geil. Wir haben jetzt richtig viel Leben. Ich glaube, mehr gibt's ja auch nicht. Lass mal gehen. Lass mal einfach gehen. Und dann lass mal grün und rot zusammensetzen zu Kackbraun? Ich habe keine Ahnung. Was kommt denn da raus, wenn wir hier grün und
rot zusammensetzen, nicht grün und braun. Schauen wir einfach mal. Ach, gelb. Ach so, natürlich. Ja, das ist ja Lichtmischung. Ja, okay. Macht Sinn. Na dann.